Vierte Frage. Welche Möglichkeiten siehst du denn mit dem Umgang mit einem Despoten wie Putin, wenn man auch weiterhin auf politischer Ebene auf Friedensgespräche pocht und hofft, gemäß der Friedensforscherin Richter, Russland muss auch wieder in eine Sicherheitskooperation eingebunden werden? Könnten denn die drastischen Sanktionen gegenüber Russland zum Ziel des Friedens führen? Ja, ich schäme mich zutiefst jetzt für unsere europäische Politik und es muss schon gesehen werden, dass keine Sanktionen helfen. Ich weiß, was immer gesagt wird, ja, Ukraine ist nicht in NATO und wir führen keine Kriege für ein Nicht-NATO-Land. Es ist aber so, dass das schöne Europa als nächstes dran sein wird, wenn der Himmel nicht geschützt wird. Es gibt, ich bin mir sicher, es gibt verschiedene Varianten, wie man den Himmel schützen kann, wie man politisch lavieren kann, um das zu leisten. Das ist gebraucht. Die Menschen sterben bei Tausenden. Die Flüchtlinge sind es sind schon 1 Million Flüchtlinge gekommen. Wir schlafen fast nicht. Wir müssen sie beherbergen hier in Leipzig. Leipzig ist sehr, sehr aktiv geworden. Es wundert mich, dass die Menschen, die normalen, einfachen Menschen, keine Politiker, alles verstehen und unsere Politik schweigt oder laviert. Sie lavieren sich in den Tod Europas. Danke.